Hallo und willkommen zurück nach langer Zeit mal wieder bei mir auf dem Kanal. Ich spiele aktuell nebenbei ein bisschen Yu-Gi-Oh! Master Duel, wenn ich mal wieder spiele. Und zwar spiele ich das blauäugige weiße Drachendeck und ich habe mir relativ schwer getan, damit ein gescheites zu finden oder ein gescheites Zusammenbau zu bauen. Habe dann natürlich auch gegoogelt und auf Reddit geschaut, kann ich euch auch nur empfehlen. Ich habe jetzt eins so mal zusammengestellt, wie es für mich funktioniert. Es ist jetzt nicht das absolute Top-Meta-Deck. Ich finde, es macht nur unglaublich viel Spaß zu spielen und es funktioniert doch sehr gut. Man gewinnt durchaus auch. Und zwar werde ich euch die Karten und die Anzahl, die ich spiele, in der Videobeschreibung verlinken bzw. aufschreiben. Ich klicke aber trotzdem hier oben die Karten nochmal durch für die, die keinen Bock haben zu lesen oder nur eine einzelne Karte brauchen. Die können dann ja oben Stopp machen. Weil oben links seht ihr das Bild ja in groß. Ich hatte auch oft das Problem, es dann in Vollbild nicht zu erkennen, beziehungsweise ich kenne die ganzen oder kannte viele Karten noch gar nicht, da ich Yu-Gi-Oh! Schon echt sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und ich die englischen Namen nicht kannte und hab dann gegoogelt wie ein Blöder und wollte das Spiel auch nicht auf Englisch stellen, weil, keine Ahnung, Nostalgie halt. Deswegen klicke ich für euch die Karten mal schnell durch. Wie gesagt, ich werde es unten auf Deutsch auch nochmal in die Videobeschreibung stellen. So, ich hoffe, das sollte es dann alles gewesen sein. Wie gesagt, Ritualkarten müsst ihr auch nicht unbedingt spielen, wenn ihr nicht wollt. Ich finde es nur relativ cool. Ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr eine zweite Kopie vom Chaos Max Drache mit reinmacht. Oder ob ihr halt einfach nur ja, gar keinen davon runnt. Ich hatte auch noch eine Zeit lang. Was hatte ich noch dabei? Was hatte ich noch dabei? Ah ja, genau. Den hier. Nehmen wir jetzt auch mal mit rein. Kann man sich überlegen. Ich finde den passiven Effekt halt relativ cool. Dass man halt die gegnerischen Monster in die Death-Position bzw. Attack-Position ändern kann und dann angreifen mit durchschlagendem Schaden. Viele Leute benutzen auch noch dann hier die Fusions- Sachen. Kann man sich auch überlegen, aber dann würde ich die Ritualmonster rausnehmen. Also müsst ihr selber mal schauen. So, ich würde sagen, wir speichern und kehren zurück. Und dann gehen wir mal in ein Duell. So, dann probieren wir es mal auszuspielen, dieses Deck. Zuerst das, dann setzen wir mal das und dann geben wir schon ab. Warten wir mal, was Gandalf so tut. Worauf wir eigentlich jetzt hinaus wollen, was aber eigentlich nie passiert ist, dass er diese Dame hier angreift. Wir können dadurch seine Karte in Verteidigungsposition setzen und blau gegen weißen Drachen beschwören. Aber das macht eigentlich niemand. Das. Ah, ich bin so bescheuert. Ich bin so dämlich. Ich hätte den Effekt aktivieren können. Ich bin so dämlich. Maxi. Mein Level doch jetzt Spezialbeschwören ohne Ende. Oder? Zack, eine Karte für mich.
Banished, okay. Noch eine Karte für mich. Battlephase. Okay. Können wir erstmal mit leben. Gut, das war leider ein Misplay von mir. Ich hätte irgendwas in Drachen schon beschwören können. Ich habe es aber einfach verrafft. Lightning Storm. Tschüss. Dann einmal die hier. Dann einmal die hier. Dann einmal so. Link Kuribo. Battle. Hat Spaß. Eigentlich sollten wir dann. Ja, genau. So machen wir das. So machen wir das. Wir probieren es mal über die Ritualkarte auszuspielen. Können wir ja auch mal machen. Link Kuribo habe ich jetzt nur geholt, um halt einmal einen Angriff auf 0 zu setzen. Weil wir nicht viel auf dem Feld haben. Und ja, das ist auch eigentlich schon die ganze Kunst der Geschichte. Endphase, okay. Du. Ja, nehme ich die hier. So, zack. Nebeldrache. Da haben wir unser Ritualmonster. So. Und dann einmal Angriff. Was hätte er zum Spielen? Aha. Stimmt. Er konnte diese Karte verbannen, um damit meinen Angriff abzuwehren. Naja, wir sind jetzt aktuell in einer relativ guten Position. Wie gesagt, die Ritualmonster gefallen mir eigentlich immer relativ gut, gerade noch in Verbindung mit halt wahres Licht, was man in diesem Deck eigentlich immer fährt. Naja, müsst ihr für euch selber entscheiden, wie ihr es macht. Könnt ihr ja mal testen. Ich bin jetzt mit der Taktik eigentlich relativ gut gefahren. Und ja, so ein Ritualmonster schadet eigentlich nie. Vor allem, weil ihr das Ritual halt relativ einfach auf die Hand bekommen könnt durch wahres Licht. Oder durch halt Alternativritualbeschwörung. So, Gandalf, was ist denn los? Juckt sich am Zauberstab oder was ist hier? Was ist hier los? Ach, schon wieder die Karte. Noch so ein Viech. Link Kuribo. Kommt eine Marke drauf. Ah. Nu bringt er den nächsten aufs Feld. Frage ist nur, kann er jetzt was Xyn oder Synchron? Wahrscheinlich Synchron eher nicht, ist ein Empfängermonster. Nee. Aber er kann bestimmt Xyn.
Und wir haben eine Karte zu viel in unserem Extra-Deck, fällt mir gerade schon wieder auf. Wegen Dynamit. Gandalf, was gibt's denn hier so lange zu überlegen? Gibt's eigentlich mittlerweile für jede Karte eine eigene Fusionskarte? Okay. Was kann das Viech? Okay. Das ist natürlich krass. Keine schlechte Karte, sagt mir jetzt aber, also hat mir jetzt auch nichts gesagt. Okay, er geht fürs Kuribo Play. Jo, aktivieren wir mal. Kennt einer Link Kuribo nicht, oder? Nu, mein Freund. Gar nichts, genau. Es ist eigentlich gar nicht blöd. Weil den wollen wir eher auf dem Friedhof haben. Ja, wollen wir. Ja, dann nehmen wir den. Aktivieren den Effekt. Machen die Karte hier weg. Und Ascheblüte. So. Ziehen wir mal die Nummer hier von hinten auf. Jetzt holen wir uns den Kollegen wieder. Dann gehen wir über Greg Lubion. Aktivieren den Effekt. Werfen ihn hier ab. Schnappen uns ihn hier. Aktivieren hier den Effekt. Aktivieren von ihm den Effekt. Schmeißen ihn hier ab. Aktivieren den Friedhofseffekt. Und den Kollegen hier wieder. Und jetzt greifen wir an. Tut immer noch weh. Tut immer noch weh. Okay, gehen wir mal weiter. Tut immer noch weh. Wo willst du hin, mein Freund? Den Effekt aktivieren.
Und jetzt? Gebt er auf! So Leute, das war das Showcase zum Deck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und haut rein.